Hallo, herzlich willkommen zum nächsten Video. In diesem Video analysieren wir jetzt die UCC-Fallstudie zur Komponente Materialwirtschaft. Bevor wir starten, noch erstmal ein kurzer Überblick über das Szenario. Was war das Szenario, das Sie in der UCC-Fallstudie bearbeitet haben? Das Szenario ist, dass Global Bike von einem seiner Lieferanten 200 Kettenschlösser einkauft. Dazu ist es notwendig, zuerst verschiedene Stammdaten anzulegen. Danach werden von den verschiedenen Lieferanten in Summe von dreien Angebote eingeholt und diese verglichen. Schlussendlich wird ein Lieferant ausgesucht, die Materialien bei diesem Lieferanten bestellt. Es werden Wareneingang und Rechnungseingang gebucht und zuletzt der Zahlungsausgang. Es ist jetzt natürlich so, wie in allen Fallstudien, die wir bisher bearbeitet haben, dass nicht alle Schritte in den Fallstudien oder Praxisfällen dazu führen, dass Bewegungsdaten geändert werden oder Belege angelegt wurden. In dieser Fallstudie haben folgende Schritte dazu geführt, dass Bewegungsdaten angelegt oder geändert wurden. Zuerst hat das Anlegen der Bestellanforderung dazu geführt, dass eine Bestellanforderung im System vorhanden war. Aus dieser Bestellanforderung wurden drei Anfragen erzeugt und entsprechend drei Angebote eingeholt. Die Angebote wurden verglichen und bewertet. Damit wurde dann im Schritt 10 eine Bestellung angelegt. Zu dieser Bestellung wurden Einteilungen erfasst, zwei Einteilungen zu jeweils 100 Stück, die innerhalb von einer Woche geliefert werden sollten. Zu der ersten 100 Stück der Einteilung haben wir den ersten Wareneingang erfasst, dazu eine Lieferantenrechnung, danach den zweiten Wareneingang und die zweite Lieferantenrechnung. Zum Schluss wurden dann beide Rechnungen mit einem Ausgangszahlung bezahlt. So, das war der Überblick über das Szenario und die dazugehörigen Schritte. Wenn wir uns jetzt die Belege ansehen, die erzeugt oder geändert wurden, dann erkennen Sie, dass Belege in zwei Komponenten, nämlich der Materialwirtschaft und im Finanzwesen, erzeugt oder geändert wurden. Sie sehen, dass die ersten Belege, also Bestellanforderung, Anfrage, Angebot und Bestellung, Belege waren, die rein in der Komponente Materialwirtschaft erzeugt wurden. Das Buchen des Wareneingangs jedoch hat dann dazu geführt, dass, wie immer bei einem Wareneingang, auch ein FI-Beleg erzeugt wurde. Genauso hat das Anlegen einer Lieferantenrechnung dazu geführt, dass eben eine Rechnung in der Materialwirtschaft und eine Kreditorenrechnung im Finanzwesen erzeugt wurde. Wareneingang und Rechnungseingang sind hier jeweils nur einmal dargestellt. Allerdings, Sie wissen, wir haben in dieser Fallstudie eine Einteilung erfasst und Wareneingang und Rechnungseingang jeweils zweimal gebucht. Am Ende wurde der Zahlungsausgang gebucht und damit war dann die Fallstudie bearbeitet. Schauen wir uns jetzt die verschiedenen Belege im SAP-System an. Wir starten als erstes mit der Bestellanforderung. Bestellanforderungen können wir uns mit der Transaktion ME53N anzeigen. Ich wähle jetzt die Bestellanforderung, die ich angelegt habe, für das Praktikum aus. Am einfachsten geht das über das Material. Die ersten der beiden Bestellanforderungen ist die, die für die Fallstudie erstellt wurde. Ja, und hier sehen Sie den Kopftext, den Sie erfassen sollten, sowie die eine Position über die 200 Kettenschlösser. In der Bestellanforderung gibt es im Umfeld die Möglichkeit, in den erweiterten Belegfluss zu navigieren. Dazu muss ich eine Position selektieren. Und jetzt kann ich mir zu dieser Position anschauen, welche Belege alle erzeugt wurden. Wenn wir die Position markieren und aufklappen, dann sehen Sie, was alles an Belegen durch Sie angelegt wurde. Ich klappe jetzt die eigentliche Bestellung mal zu und dann sehen wir, dass es zu dieser Bestellanforderung drei Anfragen gab, nämlich diese, diese und diese. Zu jeder dieser Anfragen wurde eine Einteilung erfasst. Sie sehen hier diese Einteilung.
Außerdem erkennen wir, dass genau aus einer Anfrage eine Bestellung resultiert ist. Das ist diese Bestellung hier. Und zu dieser Bestellung gibt es zwei Wareneingänge, zwei Rechnungseingänge, die entsprechenden Einteilungen. Was wir auf dieser Ebene jetzt nicht sehen, ist der Zahlungsausgang. Der ist unabhängig von der Bestellung gebucht. So, und analog zu der Belegübersicht im Kundenauftrag können wir jetzt auch aus dieser Belegübersicht zu den einzelnen Belegen navigieren. Wir können uns zum Beispiel die Bestellung anzeigen. So, und hier sehen wir jetzt die Bestellung, die im Rahmen der Fallstudie erzeugt wurde. Das ist die Bestellung mit der Nummer 45, viele Nullen und der 4 bei dem Kunden mit West Supplies. Die Bestellung enthält die Bestellmenge von 200 Stück zu dem Nettopreis von 32 US-Dollar. Und wenn wir jetzt uns die Positionsdetails ansehen, falls diese Sicht bei Ihnen nicht verfügbar ist, muss man die gegebenenfalls hier aufklappen. Dann können wir uns zum einen die Einteilungen ansehen. In den Einteilungen sehen wir, dass es zwei Einteilungen gibt, nämlich jeweils über 100 Stück, die aus der gleichen Bestellanforderung resultiert sind. Hier habe ich anscheinend einen kleinen Fehler gemacht. Eigentlich sollte das Lieferdatum der zweiten Einteilung eine Woche später sein. Was wir außerdem sehen können im Reiter Bestellentwicklung, welche Belege zu dieser Bestellung erfasst wurden. Wir sehen hier, dass eben zwei Materialbelege erfasst wurden und zwei Rechnungseingänge. Im nächsten Schritt werden wir jetzt die einzelnen Belege analysieren und auch entsprechend uns wieder anschauen, welche Buchungen auf den Konten im Finanzwesen erzeugt wurden. Starten wir mit dem ersten Materialbeleg. Das ist der Materialbeleg, der bei dem Buchen des Wareneingangs erzeugt wurde. Wir sehen hier, dass es sich um eine Menge von 100 Stück des Kettenschlosses handelt. Die Bewegungsart ist 101 und positiv, also Zugang. Wir haben hier einen Wareneingang zu einer Bestellung. Über den Reiter Beleginfo können wir den Knopf Rechnungswesenbelege auswählen und sehen jetzt hier die entsprechenden Buchungen. Wir erkennen, dass es jetzt hier zwei Positionen gibt. Einmal eine Buchung auf dem Konto 200.200, das ist der Materialbestand Handelswaren, und einmal auf dem Konto 310.000 Wareneingang Rechnungseingang. Wenn wir auf die Hauptbuchsicht navigieren, erkennen Sie, dass die Hauptbuchsicht äquivalent zu der vorherigen Sicht ist, weil in diesem Fall jetzt eben nur Hauptbuchkonten bebucht wurden. Auch die Buchungsschlüssel kennen Sie schon. Bei den Buchungsschlüsseln, die wir jetzt hier sehen, es ist die 89 und die 96. Die 89, dabei handelt es sich um eine Sollbuchung, Zugang Bestand. Und bei der 96 handelt es sich um eine Habenbuchung auf dem Konto Wareneingang Rechnungseingang. So, diese Buchung überführen wir jetzt in unsere T-Kontensicht. Der erste Warenbeleg führte zu folgenden Buchungen. Zum einen wurden auf dem Konto Materialbestand Handelswaren eine Sollbuchung über den Betrag von 3.200 US-Dollar gebucht und auf dem Konto für Wareneingang Rechnungseingang eine Buchung über 3.200 US-Dollar auf der Habenseite. Das ist die Buchung, die durch den ersten Materialbeleg erfolgt ist. In der Bestellentwicklung zu unserer Bestellung sehen wir neben den Wareneingängen auch die gebuchten Eingangsrechnungen. Die erste Eingangsrechnung, die wir uns jetzt ansehen, ist diese hier. Das ist die Eingangsrechnung, die
ich erfasst habe im Rahmen der Fallstudie, hier mit einer bestimmten Beschreibung. Die Adresse des Kreditors ist hier ebenfalls gezeigt. Die hierdurch erzeugten Belege im Finanzwesen finden wir, indem wir auf Folgebelege klicken. Und hier sehen Sie jetzt genau die Buchungen, die erfolgt sind. Durch diese Buchen dieser Eingangsrechnung sind 3.200 US-Dollar auf der Habenseite auf dem Nebenbuchkonto von Midwest Supplies gebucht wurden und 3.200 US-Dollar auf der Sollseite Wareneingang, Rechnungseingang. Sie wissen, dabei handelt es sich um ein Nebenbuchkonto. Die Sicht auf das Hauptbuchkonto erhalten wir, wenn wir hier auf die Hauptbuchsicht klicken und sehen hier, dass die entsprechende Habenbuchung auf dem Konto Verbindlichkeiten über den gleichen Betrag erfolgt ist. So, auch diese Buchungen übertragen wir jetzt in unsere T-Kontensicht. Durch die Buchung des ersten Rechnungseingangs sind 3.200 US-Dollar auf der Habenseite des Nebenbuchkontos von Midwest Supply gebucht wurden und entsprechend gleichzeitig auf dem entsprechenden Abstimmkonto, das ist das Konto 300.000 Verbindlichkeiten. Außerdem wurden auf dem Konto Wareneingang, Rechnungseingang eine Sollbuchung über den gleichen Betrag gebucht. Und damit ist das jetzt die Sicht der Konten, nachdem die erste Rechnung gebucht wurde. Ja, damit wir die Buchungen jetzt etwas besser noch zuordnen können, habe ich hier wieder durch eine kleine 1 und eine kleine 2 markiert, was die entsprechende Buchung war. Durch die kleine 1 ist das Buchen des Wareneingangs markiert. Die Buchung des Wareneingangs hat zu diesen beiden Buchungen geführt. Durch die kleine 2 die Buchung des Rechnungseingangs, die zu diesen drei Buchungen geführt hat. Wenn wir jetzt den anderen Wareneingangsbeleg analysieren, werden wir erkennen, dass eine sehr ähnliche Buchung in dem anderen Wareneingangsbeleg enthalten ist, eben auch über 3.200 US-Dollar. Wieder auf der Habenseite Wareneingang, Rechnungseingang und auf der Sollseite Materialbestand, Handel. Und entsprechend finden wir auch eine sehr ähnliche Buchung, wenn wir uns den zweiten Rechnungseingang analysieren. Auch hier sehen wir, dass der Folgebeleg zu einer sehr ähnlichen Buchung geführt hat, nämlich zu einer Habenbuchung auf dem Nebenbuchkonto von Midwest Supply und auf einer Sollbuchung auf dem Wareneingang, Rechnungseingangskonto. Auch diese beiden Buchungen übertragen wir jetzt in unsere T-Kontensicht. Als erstes die Buchung des Wareneingangs. Die Buchung des Wareneingangs führt zu einer Buchung auf der Sollseite des Materialbestands Handel und auf der Habenseite des Kontos Wareneingang, Rechnungseingang. Auch die markieren wir jetzt wieder mit einer kleinen Ziffer, um sie besser zu erkennen. Und damit müssen wir jetzt auch noch die Buchung des Rechnungseingangs überführen. Diese führt zu einer Buchung von 3.200 US-Dollar auf der Habenseite des Nebenbuchs unseres Lieferanten Midwest Supply, gleichzeitig zu einer Buchung auf dem entsprechenden Abstimmkonto und zu einer Buchung auf der Sollseite des Wareneingangs-Rechnungseingangskontos. So, diese markiere ich jetzt mit einer kleinen 4. Und somit ist das der Stand unserer Konten, nachdem die beiden Wareneingänge und die beiden Rechnungseingänge gebucht sind. Was jetzt an dieser Stelle noch fehlt, was wir hier in der Normalbestellung nicht sehen, ist der Zahlungsausgang, der gebucht wurde, um eben unseren Kreditor zu bezahlen. Den Zahlungsausgang suchen wir jetzt als nächstes. Dazu verlassen wir diese Transaktion und navigieren im Rechnungswesen, Finanzwesen, in das Nebenbuch, in die Kreditorenbuchhaltung. Und hier in die Saldenanzeige zu dem Kreditor.
Was wir jetzt hier in der Saldenanzeige sehen, ist durch einen Doppelklick, dass es zwei Rechnungseingänge gibt, die auf diesem Nebenbuch des Kreditors gebucht sind. Das ist nämlich der erste Rechnungseingang über 3.200 US-Dollar und der zweite Rechnungseingang. Sie erkennen auch hier wieder die gleichen Belegnummern, die Sie schon vorher in der Übersicht der Bestellentwicklung in der Bestellung gesehen haben. Wenn wir uns jetzt eine dieser Rechnungen im Detail anschauen, sehen wir hier, dass diese Rechnungen ausgeglichen sind und zwar durch den Beleg mit der 15.000, viele Nullen und der 2. Und auch diesen Beleg finden wir hier in unserer Saldenanzeige in den Einzelposten. Hier ist nämlich die Ausgangszahlung an den Kreditor. Wenn wir jetzt diesen Beleg ansehen, dazu müssen wir auf die Belegübersicht navigieren, erkennen wir, was hier gebucht wurde. Das ist jetzt die Erfassungssicht. Hier sehen wir, dass 6.400 US-Dollar auf der Sollseite des Nebenbuchkontos von Midwest Supply gebucht wurden und auf dem Bankkonto auf der Habenseite 6.400 US-Dollar. Wir wissen, immer wenn auf das Nebenbuchkonto gebucht wird, gibt es auch eine entsprechende Buchung auf dem Hauptbuchkonto. Und wir sehen hier, dass das Konto für Verbindlichkeiten ausgeglichen wird durch eine Sollbuchung über den entsprechenden Betrag. So, und auch das überführen wir jetzt in unsere Kontensicht. Buchung des Zahlungsausgangs führt zu einer Buchung auf der Sollseite des Nebenbuchkontos und auf der entsprechenden Sollseite des Abstimmkontos. Sowie zu einer Habenbuchung auf dem Bankkonto. Auch diese Buchungen markieren wir jetzt wieder mit einer kleinen Zahl. Und Sie erkennen jetzt das Ergebnis auf den Konten im Haupt- und Nebenbuch durch die Buchungen, die im Rahmen der Fallstudie erzeugt wurden. Die Wareneingangsbuchungen 1 und 3 finden Sie hier wieder. Kreditorenrechnungen waren die Buchungen 2 und 4 und schlussendlich der Zahlungsausgang ist die Buchung mit der 5. Auf einen Punkt möchte ich jetzt zum Abschluss noch eingehen. Ich möchte Ihnen nochmal zeigen, dass sich bei dem System, in dem Sie arbeiten, um ein echtes ERP-System handelt. Also, dass alle Buchungen, die Sie durchführen, auf den gleichen Konten, auf einem Hauptbuch landen. Deshalb gehen wir mal in die Hauptbuchsicht und gucken uns jetzt die Saldenanzeige eines Hauptbuchkontos an. Und das Hauptbuchkonto, das wir verwenden werden, ist das Konto für Verbindlichkeiten, auf dem Sie alle gebucht haben. Ja, und wenn man das jetzt macht, ist das noch relativ übersichtlich, weil ich jetzt diese Fallstudie bearbeitet habe, lange bevor Sie alle Zugriff auf das System haben. Was Sie hier jetzt sehen ist, dass außer den Belegen, die ich gerade gezeigt habe, die im Rahmen meiner Fallstudienbearbeitung erfolgt sind, es hier eben auch noch andere Belege gibt. Damit wir mal ein paar mehr Buchungen sehen, schauen wir uns jetzt den Saldo des Bankkontos an. Das haben Sie alle schon im Rahmen der Fallstudie Vertrieb verwendet. Da sollte es jetzt deutlich mehr Kontenbewegungen geben. Was wir hier sehen ist, dass ein bisschen was im September gebucht wurde. Das war wahrscheinlich ich bei der Vorbereitung der Vorlesung. Und dass aber jetzt im Oktober einiges gebucht wurde. Das sind jetzt die ganzen Buchungen, die unter anderem auch Sie mit angelegt haben. Ja, und wenn wir uns jetzt die Periode 10 anschauen, dann sehen wir, dass es hier eine Vielzahl von Buchungen gibt mit unterschiedlichen Werten und unterschiedlichen Buchungsarten. Und hier nach rechts gescrollt sehen wir auch den Rechnungstext, den ich verwendet habe und den einer Ihrer Kommilitonen verwendet hat. Also das zeigt Ihnen nochmal sehr schön. Das ist ein integriertes System. Alle Buchungen, die wir hier durchführen, landen auf dem gleichen Konto. Das war's für die Rekapitulation der Fallstudie Materialwirtschaft. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.